die wichtigsten Psychologiefakten schnell zusammengefasst. Erfolgreiche Menschen stellen sich nicht die Frage, warum hat mir das Schicksal schon wieder den Arsch versohlt? Nein, sie sagen sich, alles, was mir passiert, wird nur passieren, weil ich die Situation tragen kann. Ich werde daraus lernen und werde letztendlich eine bessere Version von mir. Wisst ihr eigentlich auch, der wichtigste Satz in deinem Leben sollte sein, welche Geschichte erzähle ich mir gerade? Wenn ein Mensch mich schlecht behandelt und ich mir sage, naja, er kann ja nicht anders. Bullshit. Er kann sehr wohl anders. Die Frage ist, wie dürfen Menschen mit dir umgehen? Die nächste Frage ist, welche Geschichte erzählst du dir, wenn dir irgendein Schicksal widerfährt? Die wichtigste Frage in deinem Leben sollte sein, welche Geschichte erzähle ich mir gerade? Und ich möchte jetzt noch eins sagen. Da, wo dein Fokus hingeht, da geht deine ganze Energie hin. Du möchtest ein Beispiel haben? Pass mal auf. Nutze die Sekunde, dreh dich jetzt mal in deinem Raum und schau dir jeden Gegenstand an. Nehmen wir rot. Alles, was rot ist, schau es dir kurz an. Ich warte. Ding, dong, ding. Bist du soweit? Nenn mir jetzt drei Gegenstände, die grün sind. Du hast jetzt nicht vorbereitet. Das ist es. Da, wo wir unseren Fokus haben, da geht die Energie hin. Das heißt also, wenn du denkst, alles ist scheiße, es kommt sowieso scheiße. Selbsterfüllende Prophezeiung nennt es der Psychologe. Das heißt also, wenn du negativ denkst, wirst du Negativität anziehen, wie ein Magnet. Also, der wichtigste Satz, welche Geschichte erzähle ich mir? Und denk immer daran, du hast das Allerbeste verdient.